Osnabrück, Gelsenkirchen, Berlin und München. Vier Städte. Viermal die Tchibo Azubi-Woche. Moment, Azubi-Woche? Wir sind hier bei der Tchibo Azubi-Woche. Und diese Azubi-Woche ist ein auszubildendes Projekt, also ein Azubi-Projekt, in dem die Auszubildenden eine Woche lang eigenverantwortlich eine Filiale leiten. Ob Nord, Süd, Ost oder West. In den vier Verkaufsgebieten ist jeweils eine Filiale fest in Azubi-Hand. Wichtigstes Ziel? Verantwortung übernehmen und sich im Team beweisen. Das beginnt bei der Personaleinsatzplanung über den Verkauf und natürlich eigenverantwortlich den Umsatz gestalten. Also die müssen schon die Filiale so führen, wie sie das auch später als Leiterin vielleicht mal machen möchten. Ich war sehr aufgeregt am Anfang, ja, hatte auch leichte Bauchschmerzen, ob das alles so wirklich klappt, aber es klappt prima, wir arbeiten Hand in Hand, wir sind ein total gutes Team, wir bewältigen jede Aufgabe. Azubis bereiten sich natürlich ganz, ganz gründlich auf diese Woche vor. Das geschieht in einem Workshop. Dort wird auch genau erarbeitet, welche Auszubildende welche Position hier besetzt. Also da gibt es die Filialleiterin, die stellvertretende Filialleiterin, da gibt es die Gastrobeauftragte und da gibt es halt die Verkäuferin, die ihren Job super gut macht. Und so gehen die in diese Azubi-Woche rein und auch in die Filiale und setzen dann dieses Konzept um. Wir müssen wirklich alles selber machen, ob es Bankgeld ist, vorbereiten oder montags bekommen wir neue Ware. Dann haben wir morgens um 6 schon den ganzen Laden umgeräumt. Hier ist alles unterteilt. Ich zum Beispiel bin Gastrobeauftragte. Ich kümmere mich dann komplett um den Gastrobereich. Lebensmittel, Kaffee, Kuchen. Hier bringt jeder was mit und lernt auch was Neues kennen. Und das ist schön, dass man dann auch wirklich mal eine andere Sicht kriegt und nicht den alltäglichen Filialalltag von sich dann eben. Im Team auf einmal auf sich selbst gestellt sein. Ein großer Schritt. Doch Verantwortung übernehmen und Entscheidungen eigenständig treffen ist in der Azubi-Woche schnell gelernt. Das ist auch eine Herausforderung für die Auszubildenden, sich in diesem Team zu beweisen und auch zusammenzuarbeiten, was sie gar nicht kennen eigentlich. Ne? Die kommen aus unterschiedlichen Filialen, aus unterschiedlichen Städten und müssen dann hier ganz plötzlich in einem ganz anderen Team arbeiten. Und sie haben zum Beispiel eine Mitschülerin, Mitauszubildende, die plötzlich ihre Vorgesetzte ist. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und da haben wir aber trotzdem ganz schön viel Spaß bei. So, wer möchte denn auffüllen? Anne? Ja, jeder hat so seinen eigenen Kopf, eigenen Weg, aber ich finde, das ist auch ganz gut, weil wir dann auch voneinander lernen können. Langeweile kommt an einem Tchibo-Tag nicht auf. Denn so vielfältig wie das Sortiment sind auch die Tätigkeiten. Die Azubis kümmern sich um alles. Backoffice, Lagerbestand, beraten und verkaufen. Woche für Woche in einer neuen Welt. Wenn Sie die Mädels beobachten, die hinterm Tresen stehen und verkaufen oder auch den Gastrobereich managen, das ist schon richtig gut, wie die das machen. Die haben auch wirklich das Leuchten in den Augen. Und ich sag mal, es geht nichts über das Schivo-Lächeln. Gucken Sie mal das Strahlen an. Ist das nicht schön? Ja. Das ist ein perfektes Projekt. Das kann ja nicht jeder sagen, dass er das mal gemacht hat in seinem Unternehmen. Auch mit Kunden zu arbeiten, auch dass es halt abwechslungsreich ist. Es ist ja immer was anderes, mal ist man hier, mal ist man dafür zuständig und dass man halt große Verantwortung auch hat. Dass man halt gefördert wird auch als Person und nicht nur an der Kasse steht. Also zurückkommt eigentlich fast nur Positives. Die haben unheimlich viel Spaß dabei und ich finde auch gerade Spaß an der Ausbildung muss sein, sonst gibt es auch keine guten Leistungen. Man könnte sich sogar vorstellen, immer so zu arbeiten, muss ich sagen. Ja. Also ich finde es sehr schön hier. So.